Wir gucken jetzt mal Winter Wrap-Up in der deutschen Version. Die Winterferien waren sehr schön und unbeschwert. Bevor wir jetzt weitermachen, ich möchte mal kurz auf die Synchronkartei gucken. Rainbow Dash hat eine andere Gesangsstimme. Und das finde ich nicht gut, weil sie sich sehr anders anhört als Rainbow Dash an sich. Und ich fände es da viel, 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 viel besser, wenn man bei Rainbow Dash einfach... Warum macht man das nicht? Warum castet man nicht direkt Sprecher, die auch singen können? Sorry, das hat doch selbst die Violet gemacht. So, what the hell? Bei Rainbow Dash klingt das so anders, finde ich. Also nicht schlecht, aber anders. Auch wenn die Stiefel hübsch sind, bin ich sie nun... Rarity, du bist Best Pony! Langsam helfen möchte ich spontan. Schaff ich es ohne meine... Okay, bei Twilight fällt mir auf, sie singt halt sehr gedrückt, finde ich persönlich. An sich ist das auch kein Problem. Ich verstehe aber nicht, warum der Gesangsregisseur dann nicht irgendwie ein bisschen mehr... Also, ich bin ja ein Newcomer, was Gesangsregie und vor allem auch was Texten in Synchronproduktion zumindest angeht. Aber es war bei einer Produktion, bei der ich halt viele, viele Songs geschrieben habe, war es halt einfach so, ich wurde von der Aufnahmeleiterin gefragt... Hey, wie kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir sagen, wie viel Zeit du einplanen würdest? Für den Gesang? Für wen? Und ich habe versucht, dabei zu helfen. Ich habe versucht, Einschätzungen zu machen, wie viel Zeit ich brauche mit den Leuten. Und das war super duper toll. Wir hatten halt einfach Leute im Cast. Wir haben eine zweite Staffel von etwas gemacht. Und das Problem war, um ein bisschen Kontext zu geben, in der ersten Staffel wurde nur ein Intro gesungen. Und in der zweiten Staffel hat auf einmal jeder... alles gesungen, okay? Es war fucking Glee. Wir haben mit den Sprechern gearbeitet. Und dann habe ich halt eben bei manchen Leuten gesagt, oder auch die Regisseurin hat gesagt, bei manchen Leuten, hey, da brauchen wir mehr Zeit als bei anderen Leuten, bla 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 bla. Muss man halt für jeden anders einschätzen. Das ist auch an sich kein Problem, finde ich. Aber was ich nicht ganz verstehe, bei Twilight zum Beispiel, das ist das Pony, was ihr hier seht, falls ihr nicht wirklich guckt. Also Julia Meinen heißt sie. Guckst nur gerade bei der Synchronkartei, spricht Twilight Sparkle. Oh, ich mag ihre Stimme super gerne. Sie hat im Gesang eine andere Stimme. Also Twilight hat im Gesang eine andere Stimme. Und es klingt recht gedrückt. Und wenn man eine Sängerin bucht für Gesang, dann verstehe ich nicht, warum man nicht mehr mit ihr arbeitet. Also das ist für mich einfach ein... Es ist für mich eine Frage des Gesangsregisseurs. So, wenn du extra eine Sängerin buchst für den Stuff, dann arbeite doch mehr mit ihr, damit es nicht so gedrückt klingt. Und wisst ihr, alles, was man da machen kann, ist sagen als Gesangsregie, das machen wir nochmal anders. Ich habe keinen Plan. Winter, ein bisschen weird, auf so einen Kussmund dann Plan zu legen. So. Mach doch einfach tun. Warum legst du auf diesen Mund ein Plan. Come on, sie macht einen fucking Kussmund. Mach doch ein Tun. Morgen ist der Frühling hier. Morgen ist der Frühling hier. Okay, also irgendwie der letzte Part war nicht mal getimed irgendwie. Es klingt irgendwie, als hätte das eine maximal zwei Personen gesungen. Ich finde es von der Stimmfarbe her ein bisschen dunkler als im Original. Ich meine, es kommt dann natürlich darauf an, was man selber anstreben möchte. Aber es klingt sehr flach. Mal wieder. Und was ich vor allem halt wie auch bei Babsi finde, ich würde halt persönlich bei jedem Sänger verlangen, dass er die Sachen dreimal aufnimmt. Also ich brauche jede Main-Spur dreimal und jede Harmoniespur zweimal. Das ist doch an sich kein Problem. Das machen, es gibt so geile Mixer. Die erste Main-Spur muss top-notch sein. Das ist deine Spur, die für alle Ewigkeit bleibt. Aber die zweite und dritte Spur ist für den Mixer einfach, nur damit er abspritzt, damit alles voll klingt. Damit er mit was arbeiten kann, damit es eben voll klingt, damit er das irgendwie räumiger klingen lassen kann. Ich habe das Gefühl, hier wurde das überhaupt nicht gemacht. Es klingt sehr flach im Vergleich zum Original. Man hört doch, dass das viel mehr Stimmen sind. Es sind hier bisher echt geile Sängerinnen am Start. Bisher finde ich die Sängerin richtig geil. Ich finde sie sehr geil. Ich verstehe nur manche Entscheidungen nicht. Manche halten Winterschlaf tief unter Schnee. Oh, Rarity, nimm mich! Nimm mich, Rarity! Erwecken jeden, der verschläft, behutsam, zart und leis.
Das Zart und Leis war komplett woanders, wo es sein sollte, tontechnisch. Ich verstehe nicht, warum. Wenn die Sängerin es nicht hinkriegt, das ist kein Problem. Das passiert immer mal wieder mal, dass du halt nur Töne nicht triffst. Aber for real, du hast Sachen wie Tuning, die sehr leicht sind. Ich verstehe nicht, warum die Töne hier so sind, wie sie sind im finalen Produkt. Denn das ist einfach schief. Das ist schief. Und wenn die Sängerin halt hier gerade mal einen Ton nicht trifft oder so, das ist kein Beinbruch. Entweder du machst es neu, aber selbst dann musst du es ja nochmal tunen. Du musst so oder so tunen. Und ich weiß nicht, warum Leute das nicht checken. Du musst so oder so tunen. Pflegung helfen wir und beim Putzen auch. Wir sagen Rarity, du bist geil. Du bist Rarity. Wer ist Rarity's... Oh Gott, wer ist Rarity's Sprecher? Rubina Naht? Ich trete heute Abend auf. Oh geil. Ich werde mir diesen Monat den... Oh, es ist Rarity, die zu mir spricht. Es klingt, als würde das eine Person singen, obwohl das eigentlich das gesamte Dorf singt. Also zumindest 3, 4, 5 Leute solltest du da aufnehmen. Der Boden ist doch ziemlich hart, doch die Saat muss rein, mit guter Pflege. Doch die Saat muss rein, wieder was ungetunt war. Der Boden ist doch ziemlich hart, doch die Saat muss rein. Boy, again, das ist kein Front gegen die Sängerin, überhaupt nicht. Warum wurde das nicht getuned? Wer auch immer das gemischt hat, weiß anscheinend nicht, dass sowas wie Melodyne existiert. Oder irgendwas anderes. Was für mich bedeutet, Bro, vielleicht hast du noch nie einen professionellen Studiosong gemischt. Wenn du nicht weißt, was Tuning ist. Ich könnte jetzt von irgendeiner random Fancover-Gruppe jemanden raussuchen, der das rein aus Hobby macht. Und die Person könnte mir sagen, was Tuning ist. Und die Person könnte mir diese Vocals tunen und könnte mir das besser abmischen. Und das klingt hart und ich weiß, es ist hart, aber es ist hart. Es ist einfach hart. Und es ist hart, dass in einer professionellen Produktion nicht mal getuned wird bei einem Song, was normal sein sollte. Pflege und Sonne wird sie schon... Und Sonne, wieder was, das kannst du nicht überhören. Dein Äpfel, Möhren, Blumen. Der Refrain fühlt sich an, als ob das eine Person gesungen hat. Wie viele Leute haben das gesungen? Wie klappt es ohne meinen Zauber? Wie stell ich es nur an? Zu viele Töne, die im Tuning... Der Mixer weiß nicht, was Tuning ist! Sie ist eine sehr geile Sängerin. Und sie bringt das sehr geil rüber. Du hättest nur ein paar Töne ein bisschen dahin schieben müssen, wo sie halt mehr hingehören. Das ist sehr normal. Und gerade in dem Song finde ich erstens das Mixing sehr bad und zweitens, ich verstehe nicht, warum im Refrain nicht mehr Leute aufgenommen wurden. Das ist... Man kann so viel daraus holen. Und das liegt dann halt in der Gesangsregie. Und ich finde, irgendwo liegt es auch in der Regie, zu gucken, was kann ich aus jemandem rausholen und was nicht. Okay.